Miffy, 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 komm! Deine Freunde warten schon. Schnuffi, Grunty, Boris Bär, Papi Pig und viele mehr. Und zusammen, glaubt uns das, haben wir viel Spaß. Ein süßes Häschen, ein kluges Mädchen, all deine Freunde sind hier. Es war ein schöner Herbsttag und Miffy wollte Boris und Barbara Bär besuchen. Auf ihrem Weg dorthin sah sie wunderschöne gelbe, braune und rote Blätter auf dem Boden liegen. Wie hübsch die aussehen, dachte sie. Ich könnte Bilder daraus machen und sie an die Wand hängen. Miffy begann, die schönsten Blätter einzusammeln. Als sie bei Boris und Barbaras Haus ankam, hatte sie einen ganzen Korb voller bunter Blätter. Hallo Boris, hallo Barbara, guck mal, was ich habe. Herbstblätter in vielen verschiedenen Farben. Sie legte die Blätter vorsichtig auf Boris und Barbaras Küchentisch. Boris, kannst du mir helfen, Bilderrahmen zu basteln? Ja, das kann ich, sagte Boris. Das werden schöne Bilder zum Verschenken. Sie gingen mit Boris in seine Werkstatt, um Holz für die Bilderrahmen auszusuchen. Da wehte plötzlich der Wind durchs Haus. Oh je, sagte Miffy, wo sind alle meine Blätter? Ich weiß nicht, sagte Barbara, aber guck mal, es sind noch 6 Blätter da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind noch genug, sagte Barbara. Lass uns die Bilderrahmen fertig machen. Als sie wieder in die Werkstatt gingen, kam ein Vogel durchs offene Fenster geflogen und nahm ein Blatt vom Tisch. Sieh mal, Miffy, sagte Barbara. Wir hatten 6 Blätter und nun sind es nur noch 5. Boris machte schnell das Fenster zu. Sonst haben wir bald gar keine Blätter mehr. Ich habe 5 Rahmen gemacht. Wir brauchen also 5 Blätter. Gut, sagte Miffy, dann haben wir ja noch genug. Sie steckten die 5 Blätter in die 5 Rahmen. Guck mal, wie hübsch die geworden sind, sagte Miffy. Ich möchte dir und Barbara eins schenken. Danke, Miffy, sagte Boris und hängte das gerahmte Blatt an die Wand. Jetzt hast du noch 4 Bilder, die du verschenken kannst. Miffy packte die 4 Bilder in eine Tasche und machte sich auf den Heimweg. Als sie gerade aus dem Wald kam, traf sie Poppy Pig. Hallo Miffy, sagte Poppy. Was hast du da? Ich habe schöne bunte Blätter im Wald gefunden und Boris Bär hat mir 5 Rahmen dafür gemacht. Ich habe Boris und Barbara ein Bild geschenkt. Jetzt habe ich noch 4. Möchtest du auch eins haben? Oh ja, danke, sagte Poppy. Schenkst du mir das rote? Gerne, sagte Miffy. Wenn ich dir dieses Bild gebe, habe ich ja immer noch 3. Danke, sagte Poppy. Ich freue mich sehr darüber. Als Miffy nach Hause kam, sagte sie zu ihren Eltern, ich habe im Wald wunderschöne bunte Herbstblätter gefunden und Boris Bär hat mir Rahmen dafür gemacht. Ich möchte jedem von euch so ein Bild schenken. Ihre Mutter und ihr Vater freuten sich sehr und hängten die Blätterbilder an die Wand. Jetzt hatte Miffy nur noch ein Bild. Damit mache ich etwas ganz Besonderes, dachte sie.